Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ja, zwei Sachen habe ich gleich noch geplant. Müssen wir rausfinden, das könnt ihr euch überlegen, mit wem ich das mache. Da brauche ich so eine Person, die gute Reflexe hat. Ich dachte irgendwie, in meinem Kopf dachte ich, vielleicht ist einer von euch Torwart. Und dann ist Torwart, hat vielleicht die krassesten Reflexe, weiß ich nicht, ob es stimmt oder nicht. Ist das für dich anstrengend? Körperlich, Kopf, also was musst du beanspruchen? Kopf. Kopf? Schere, Stein, Papier irgendwie? Eine Runde spielen. Spielen eine Runde? Schnuck. Ja, aber du hast lange gebraucht. Ich will auch nochmal. Es ist immer, nein, das erste Mal ist immer Schere, die meisten schmeißen Schere. Könnt ihr euch merken. Mach mit dem. Mehr ist glaube ich nicht. Das gehört zu den schwierigsten. Mehr ist glaube ich nicht. Mehr ist glaube ich nicht. Okay? Mehr traue ich mir nicht. Das war jetzt einmal weg. Darauf belassen wir es. Wenn wir es nochmal sehen, machen wir es nochmal. Aber wie? Erklär es mir. Bei mir war es das erste Mal, die machen zuerst. Ich habe gar nicht daran gedacht, Schere zu nehmen. Ich habe irgendwas gemacht. Nee, aber es ist statistisch, dass die meisten Leute Schere nehmen. Und ab dem Moment, das ist ein bisschen komplex, aber bear with me, ab dem Moment, wenn du verlierst, wirst du mit größerer Wahrscheinlichkeit das nehmen, was mich geschlagen hätte in der nächsten Runde. Das heißt, wenn ich jetzt Stein schmeiße, wirst du Papier nehmen. Und jetzt bin ich davon ausgegangen, dass ihr das ähnlich macht. Du hast nämlich Papier gesehen, machst es dann. Und in dem Moment bin ich davon ausgegangen, dass du jetzt, weil du ein dritter Spieler bist, wahrscheinlich denken wirst, ich nehme jetzt nicht das Letzte, was übrig ist, nehme jetzt nicht Stein, sondern ich versuche jetzt zu übertölpeln, indem ich es gleich nochmal mache. Aber ja, genau. Hast du daran gedacht, das zu machen? Nö. Nein. Aber es sind auch Prozesse, die laufen extrem schnell ab. Einfach, du sagst, das macht einfach unser Körper, unser Bewusstsein macht es einfach. Ja. Ich habe irgendwas gemacht. Okay. Ich hab ein Game für Melina. Das spielen wir auch um Geld. Okay. Oh, hol mir die Moneten, Melina. Ich setz auf dich. 20 Euro. 20 Euro ist es. Es ist ein Stoppuhrenspiel. Klingt okay. Auch wieder extrem trocken. Ist aber sehr einfach. Was wir gleich machen, Melina, ist, dass wir die Stoppuhr starten. Einfach eine Stoppuhr. Starten die Stoppuhr und wir drücken nacheinander Stopp. Klingt erstmal noch nichts. Das Ziel ist aber, pass auf, ich gebe dir mal ein Beispiel. Start. Boom, ich drücke Stopp. Wir gucken auf die Millisekunden. Die Millisekunden sind aktuell 90 Millisekunden. Ja? Dann lässt du das weiterlaufen. Du musst mindestens die Tür aufstarten, musst mindestens eine Sekunde warten, also in die nächste Sekunde übergehen und dann Stopp drücken. Und du willst einen höheren Millisekundenwert haben als ich. Das heißt, du musst genau auf die Millisekunden achten und in genau dem richtigen Moment Stopp drücken. Darum Reaktionsspiel. Das heißt, du könntest sagen, ich habe jetzt 90 Millisekunden gehabt, machst jetzt Start, Stopp. Hättest du eine Sekunde 61 Millisekunden, dann hättest du nicht gewonnen. Ja. Machen 5 Runden von diesem Spiel, Melina, und wenn ich das Ergebnis nicht korrekt voraussagen kann, wenn ich dieses Spiel nicht gewinne, dann sind diese 20 Euro sind für dich in dem Moment, ja? Okay. Ich leg vor, dann weißt du, was du überholen musst jeweils, ja? Okay. Viel Glück. Na, hoffentlich jetzt nicht 9,9 oder so. Und stopp. Ja, okay, das schaffe ich. Mal 18, okay. Du drückst Start und du musst mindestens bis 10 laufen lassen. Okay, 44. Eine von 5 Runden hast du gewonnen. Sehr gut. Aber wir machen immer da weiter, ne? Also machen immer da weiter. Genau, wir machen einfach immer weiter. Geht nur um die Millisekunden. Hätte ich mal bis 9,8 laufen lassen oder so. Also jetzt geht's weiter. Achso, nein. Ich fange jetzt wieder an. Genau, ich lege jetzt wieder vor. Ach, es geht nicht. Ich muss jetzt nicht die 44 überholen. Ah, ich lege jetzt wieder vor. Okay. Genau, es muss nicht immer höher werden. Sonst kannst du ja irgendwann, wenn ich jetzt 9,9 habe, dann kannst du nichts mehr. Genau. Okay, genau. Interessant. Genau, es geht immer wieder von vorne los. Das heißt, ich lasse jetzt verstreichen. Oh. Fuck. 31. Gut so, hey. Gut so. 2,5 Runden. Ich war, uns die 5 Euro. Ich war ehrlich gesagt etwas cocky und dachte, okay, ich zieh's einfach durch. Gib uns die Moneten. Fuck. Nein. Okay. Komm, Lango. Komm, Lango, komm, Melli. Schau mich ganz kurz an. Nicht nervös werden. Okay. Das darfst du nicht schnell kommen. Melina, du bist der Freund vom Game of the Year. Würde mich nicht nervös werden. Schau mich ganz kurz an. Ich würde irgendwo im 30er Bereich stoppen, wenn ich du wäre. Jetzt so 30. Ja, oder unter 10. Ich würde unter 10 stoppen. Stopp mal so auf 6. Melina, lass ihn nicht wieder auf 6 würde ich stoppen, wenn ich du wäre. Du bist 6. Die Freundin vom Gamer. Boah! Einen drunter bist du. Nee, du bist eine Millisekunde drunter. Hattest du nicht 21, Simon? Nein. Alles krank. 59, 58. Ganz tight. Ganz tight in Geschichte. Eine für mich. Ja, ja. Ach so, ja, stimmt. Es geht ja weiter. Eine für mich. 2 haben wir noch. Weiter geht's. War eine knappe Kiste. Tut mir leid. Wessen Handy ist das eigentlich? Von ihm. Meins. Guck mal nicht so über die Schulter.
77. 77, glaube ich, höchste bis jetzt. Ey, wenn ich du wäre, würde ich wirklich jetzt irgendwo im unteren Zehnerbereich ansetzen. Unterer Zehnerbereich. 7,8 würde ich machen. 7,8. Wie soll ich denn das toppen? Versuch ein bisschen Risiko. 7,8. 2,1 ist es. Nicht nervös werden jetzt. 20 Euro. Ich will es nicht. Muss halt echt schnell sein. Jetzt. Richtiger Moment. Nein, nein. Herzschlag. Warte. Atem anhalten. 3, 2. Ah. Aber war trotzdem nicht schlecht. 61. Okay. Schade. Okay, 2-2. Wenn er jetzt gewinnt, habe ich verloren. Ja, ja. Dann hast du verloren. Ah! 97. Egal, ich hab 98. Machst du? Alter. Nix! Nix! 99! Okay, was? Okay. Das war zu hol die Monette nach Hause. Das ist Klatsch. Hol die Monette nach Hause. Jeder 5? Melina, ich muss dir leider sagen, dass ich mit Absicht am Anfang so ein bisschen mit den Regeln rumgedruckst habe, dass ich mit Absicht so ein bisschen vage war, dass ich nicht gesagt habe, best of 5, sondern ich habe ja gesagt, wenn ich das Spiel nicht richtig beeinflusst, nicht richtig vorhersagen kann, sind die 20 Euro von dir. Die kannst du haben, aber nicht für immer. Du kannst die mal in die Hand nehmen, einmal aufmachen bitte und einmal vorlesen, was draufsteht. Wenn da jetzt eine... Was steht da? Du gewinnst zweimal, dann ich zweimal. Dann du die letzte Runde. Obwohl du so knapp davor warst, hast du vorhergesehen, dass ich gewinne. Hä? Hä, das geht gar nicht. 97. Du gewinnst zweimal, ja, dann gewinne ich zweimal, dann du die letzte Runde. Er hatte eine 97 und du hast eine 99 gedrückt. Das ist ja eigentlich, das ist unglaublich. Gar nicht. Das ist unglaublich. Also, Mille hat abgeliefert und es ist unglaublich, dass er nochmal eine 97 gedrückt hat. Sie hat eine 99 gedrückt. Ja. Stell dir vor, sie hat die ersten Runden verkackt. Aber gut, stell dir vor, ich hätte mit Absicht verloren oder so. Nein, stell dir vor, sie hätte am Anfang, also diese 57, die war ja nicht mal so gut, weißt du? Sie hätte ja auch unterbieten können. Weißt du, was ich meine? Ja, aber viel krasser ist, dass sie die 99 noch schafft. Ja, tu mir den Gefallen, mach's noch einmal, aber nur für dich. Zeig mir nicht, was du machst übrigens, weil er das gerade wollte. Einmal Start-Stopp machen einfach. Auch nicht in die Kamera zeigen. Hast du? Ja. Merkst du die Millisekunden? Ja. Ich mach's aus, ja? Ja. Super. Ist aus? Ja. Super. Einmal die Hand geben, bitte. Oh. Hast du dir die Zahl gemerkt? Ja, ja, einmal die Hand immer. Und denk bitte dran, ob es ein oder zwei Stellen sind. Ein oder zwei Stellen, ein oder zwei Stellen. Zwei Stellen sind es. Dann, dass die erste Ziffer ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 2 ist es. Fantastisch. Ganze Zahl bitte einmal denken. Ist 1, 2, 3, 4, 23. Ja? Digga, das ist gottlos. Das ist die 23. Jetzt werde ich verrückt. Wie geht's ab? Das denk dir an eine Zahl. 1, 2, 3, 4. Ist die 4? Nee. Erklär mir drauf, wie du das gemacht hast, dass sie die ersten beiden gewinnt. Weil es hätte ja sein können, dass sie sich unterkauft. Was macht man dann? Es hätte sein können, dass sie sich unterkauft. Dann hätte ich zum Beispiel das nochmal umfixen können. Genau, ich hätte ja auch, ich war ja mit den Regeln relativ vage, dann hätte ich auch versuchen können, dann fünfmal zu gewinnen einfach und durchzuziehen. Dann hätte niemals erfahren, dass was auf dem Geldschein gestanden hätte. Stimmt, ja. Außer wir machen später auf. Ja, aber da hätte ich dann wahrscheinlich mit reiner körperlicher Gewalt für gesorgt, dass es nicht passiert wäre. Ich habe angefangen zu üben, das sah dann immer aus wie Kartentricks, aber halt mit Karten zu üben, weil du Karten auch wieder runterbrichst. Kein Kartenspiel. Habt ihr Karten? Hast du ein Kartenspiel hier? Kann ich das zeigen? Eli ist auch ein Zauberer. Ich kann auch so, Wer ist ein Zauberer? Eli ist ein Zauberer. Du kannst einen Trick. Mach einen Trick. Kennst du, das muss vor dir sein. Das ist kein guter Trick. Du bist ein Schlammblut. Ich bin echt ein Schlammblut. Ist egal, mach einen Trick. Dann muss ich aber so sein. Entertain me. Ja, okay, such dir eine Karte aus. Okay. Zeig sie. Ja, jetzt kannst du. Jetzt machst du sie hier rein. Wo? Einfach rein. Einfach reinstecken. Ihr habt die gemäht, ne? Und jetzt versuche ich sie herauszubekommen. Okay. Ja. Ich versuche sie zu markieren. Okay. Zu markieren. Und ich suche sie gerade. Und jetzt glaube ich, dass ich sie habe tatsächlich, ne? Ich glaube, dass ich sie habe. Und dann gucken wir uns die so an und dann müsste das die Karte sein. Ich bin der Zauberer-Chat. Wisstest du, wie er geht? So richtig. Natürlich, ja. Meine Kartentricks sind auch ungefähr das Niveau, den wir sprechen. Okay, vor der Hypnose habe ich auch einen für dich. Der ist auf einem ähnlichen Niveau. Da muss ich auch vor dir sein für. Okay. Also Kartentricks ist auch nicht so dein. Nee, Kartentricks überhaupt nicht. Okay. Du zeigst auf der Karte in der Mitte, grob in der Mitte. Die, ne? Okay. Das ist ein wirklich ähnliches Niveau. Ja. Okay, ich zeig dir die Karten. Scheiße. Nimmst du die Karte? Das ist die. Okay, ja. Schau sie dir an, merkst du dir? Ja. Okay. Zeigst du sie im Chat noch einmal? Dann musst du die Augen zu machen, oder? Okay. Ja? Ja, okay. Was ist die Karte? Soll ich dir sagen? Mhm. König Pik.
König Pegel. Okay, wir versuchen die anderen Könige zu finden, ja? Warte. Da, Abracadabra, da ist der Erste. Tada. Hast mich. So. Mich hast du auch. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Nicht so lange, halbe Sekunde oder so. Hier kommen die nächsten zwei. Hey. Hast du mich? Wow. Tada. Ja. Cool. Das ist quasi die Weiterentwicklung von dem anderen. Das ist nicht. Du hast doch nicht. Das ist nicht mein Niveau. Du hast gezaubert, ja. Ja, das ist zaubern. Den zeige ich dir nachher. Den bringe ich dir nachher weiter. Ja, den bringe ich dir nachher weiter. Ich habe eine gesehen, aber ich wollte den Trick nicht. Als du so ausgewählt hast, waren schon hier ein, zwei Karten umgedreht. Bring dir nachher weiter. Kannst du genau. Das war cool. Hypnosetest. Wir machen Hypnosetests, ja? Okay. Die könnt ihr zu Hause auch mitmachen. Versuche jetzt nicht so ganz viel irgendwie technisch zu Hypnose zu erklären. Hypnose ist ein bisschen anders, als man sich das so vorstellt im Fernsehen. Aber ist ganz cool, wenn du das eigentlich so erläuterst, ja? Um ehrlich zu sein, ja, wenn du das mal so erklärst. Ich versuche es kurz zu fassen, dass es nicht ganz so trocken wird. Das Ding mit Hypnose ist, dass alle denken, dass Hypnose der Moment ist, wo du Schlaf sagst. Und dann schläft die Person ein. Ja. So. Das ist aber nicht Hypnose. Du kannst eigentlich alles, was du in der Hypnose-Show siehst, zum Namen vergessen und so weiter, kannst du auch machen, ohne dass jemand jemals die Augen zu hat oder jemals weg ist. Hypnose ist eigentlich ein Prozess, durch den dein kritisches Denken einen kurzen Moment abgelenkt oder ausgeschaltet wird. Wenn ich jetzt zu Sydney sage, Sydney, du klebst an diesem Stuhl fest, dann sagst du nein, weil du halt kritisch drüber nachdenkst. Scheiße, jetzt geht's schon los. Boah, niemand kann mehr aufstehen. weil du natürlich kritisch darüber nachdenken kannst. Und Hypnose sorgt jetzt dafür, dass dieses kritische Denken kurz abgelenkt ist und du dann denkst, ah krass, ich klebe wirklich an diesem Stuhl fest und dann in so eine Art Hypnose-Spirale landest, wo du nicht mehr aufstehen kannst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du weg bist. Und das bedeutet also, dass Hypnose schon vorher stattfindet und dass der Moment, wo jemand auf der Bühne Schlaf sagt, dass das eigentlich auch nur ein Hypnose-Befehl ist, der funktioniert, weil das kritische Denken schon ausgeschaltet ist. Okay. Gibt das Sinn? Ich verstehe, was du meinst. Ich höre dir gerne zu. Ja, das ist auch angenehm. Ja, dankeschön. Könnt ihr zu Hause mitmachen, wenn ihr mitmachen wollt. Einmal die Füße auf dem Boden einfach. Aber die Hände nach vorne. Hände zusammen. Daumen über Kreuz. So? Genau, Daumen über Kreuz. Genau. Und die Zeigefinger einmal nach vorne. Einmal die Hände anwinkeln. Wir fangen ganz simpel an. Hände einmal anwinkeln. Sehr gut. Noch nicht, jetzt die Zeigefinger zusammen. Noch nicht jetzt, aber gleich macht ihr alle die Augen zu. Wenn ihr die Augen zu habt, macht ihr erst dann einen großen Abstand. Warte kurz, macht die Augen kurz auflassen. Ich gebe noch die Instruktion. Noch nicht jetzt, aber gleich. Der ist schon drin, du hast den schon. Sag, ist schon weg. Okay. Finger zusammen. Wenn ihr die Augen geschlossen habt, dann macht ihr einen großen Abstand zwischen euren Zeigefingerspitzen. Das macht ihr so. Wenn ihr es gemacht habt, stellt ihr euch an euren Zeigefingerspitzen zwei Magnete vor. Und sobald ihr mich schnipsen hört, stellt ihr euch vor, wie die Magnete eure Finger zueinander hinziehen. Okay, Augen einmal zu. Großen Abstand zwischen den Zeigefingerspitzen kreieren. Stell dir an deinen Zeigefingerspitzen zwei Magnete vor und stell dir jetzt vor, wie die Magnete deine Zeigefingerspitzen zueinander hinziehen. Und dann wirst du merken, wie sich die Finger immer weiter aufeinander zubewegen mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jeder Sekunde, die vergeht, mit jedem Moment, den du meinen Worten lauscht, weiter und weiter aufeinander zu, bis sich deine Zeigefingerspitzen berühren. Und sobald sich die Zeigefingerspitzen berühren, darfst du die Augen langsam öffnen. Fantastisch. Geben dem Rest von euch noch ein paar Sekunden, spüren, wie die Magneten immer stärker und stärker werden. 5, 4, 3, mit jedem Atemzug, den du nimmst, weiter und weiter. 2, sobald sich die Fingerspitzen berühren, darfst du die Augen wieder öffnen. Lass uns erzählen, die Finger sind aneinander. 1 und 0, Augen auf, fantastisch. Könnt die Hände kurz ausschütteln? Ich habe mich ganz doll darauf konzentriert, dass die nicht aneinander kommen. Sind die aneinander? Nein. Nee, bei mir sind auch nicht doll aus. Ich hatte am Anfang so und das ist ich dann auch. Also aber ich habe das bei Gefühl, mir war so. Ja. Ich hatte teilweise manchmal so ein Gefühl, es zieht was zueinander. Wir gehen den zweiten Schritt. Jetzt wisst ihr, wie sich das anfühlt. Das Wichtige ist halt wirklich, dass du weißt, wenn du dich wehrst, wird das nicht funktionieren. Aber wenn du einfach guckst, was passiert, wenn du dich darauf konzentrierst und das Gefühl jetzt so, du hast ein Gespür für das Gefühl jetzt bekommen, du weißt, wie du wartest, und dich da reinlehnst, dann wird das funktionieren. Dann kannst du ein paar krasse Erfahrungen machen. Okay, wir gehen. Füße wieder auf den Boden. Hände nach vorne. Schau auf den Abstand zwischen deinen Händen. Das könnt ihr zu Hause auch wieder machen. Schau auf den Abstand zwischen den Händen. Schließ die Augen und stell dir an deinen Handinnenflächen die gleichen zwei Magneten, aber in mega groß vor. Handinnenflächen, die gleichen zwei Magneten in mega groß und stell dir vor, wie sie deine Hände zueinander hinziehen. Genau jetzt. Dann wirst du auch jetzt wieder spüren, wie sich deine Hände weiter und weiter aufeinander zubewegen. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jeder Sekunde, die vergeht. In jedem Moment, den du meinen Worten lauscht, weiter und weiter aufeinander zu, desto näher sich die Hände kommen, desto stärker wird diese magnetische Kraft und desto stärker diese magnetische Kraft wird, desto näher kommen sich die Hände, bis sich deine Handflächen oder die Finger berühren und sobald sich die Handflächen oder Finger berühren, darfst du die Augen öffnen,
Sydney ist schon fertig, den Rest von euch geben wir noch ein paar Sekunden. Ihr macht es fantastisch, spüren, wie die Magneten immer stärker werden, sich immer schneller aufeinander zu bewegen. Mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du meiner Stimme lauscht, mit jedem Herzschlag, den du spürst, weiter und weiter aufeinander zu, bis sich die Hände berühren. Dann geben wir dem Rest von euch noch 5, weiter und weiter, 4, mit jedem Moment, der vergeht, 3, stärker und stärker, schneller und schneller, 2, desto mehr du meiner Stimme lauscht, desto weiter aufeinander zu, 1 und 0. Fantastisch gemacht, ihr macht das sehr, sehr gut. Die haben wir rausschütteln, bei dir ist es am wenigsten passiert in diesem Moment auf der Bühne, würde ich dich jetzt vielleicht aussortieren. Bei Willi ging es sehr schnell. Willi, wie hat sich das angefühlt? Ganz ekelhaft. Sorry, Sydney. Verzeih bitte. Ich habe einfach dran gedacht und habe so gemacht. Also ich mache es aber bewusst. Oder? Nur mal so bewusst, okay. Würde ich dann nicht zählen lassen. Ich kann dich von hier aus auch nicht gut sehen. Da hätte ich vielleicht gesehen, dass es bewusst war. Auf der Bühne würde ich es dann auch aussortieren, weil ja, ich sagen würde, das Publikum auch wird irgendwann merken. Wie war es bei dir? Als ob meine Hände, die wurden hier warm. Und warm, ne? Warm und immer mehr. Mal war ein Strang härter dran, mehr gezogen, mal ein Strang weniger. Sydney und dich würde ich lassen. Willi und dich würde ich lassen. Sydney würde ich wahrscheinlich aussortieren, wenn ich sehen würde, dass er es bewusst macht. Und das kann man meistens sehen. Ich kann es von hier nicht sehen, weil eure Hände im Weg sind quasi. Okay. Ich mache mit euch zwei noch einen dritten Test und dann gucken wir, ob wir noch ein, zwei Sachen machen. Aber die Füße wieder auf dem Boden. Könnt ihr zu Hause auch wieder mitmachen. Könnt ihr mal reinschreiben, wie es bei euch sich anfühlt, funktioniert und so weiter. Hände einmal vorne. Die linke Hand einmal nach oben drehen. Die Hände einmal zusammen zu Fäusten. Schließt bitte die Augen. Die linke Hand. Ach, linke Hand? Linke Hand nach oben, genau. Einmal umgekehrt. Ja, sehr gut. Und dann noch Fäuste ausbreiten. Sehr gut. Ja. Oh, schön. Stell dir bitte vor, dass sich in deiner linken Hand ein Eimer befindet. Und darfst dir selber überlegen, ob der Eimer aus Holz, aus Metall oder aus Plastik ist. Und stell dir vor, dass ich auf 3 einen sehr, sehr schweren Stein in diesen Eimer schmeiße. Es ist 1. Es ist 2. Und es ist 3. Und spüren, wie der Eimer schwerer wird und wie der linke Arm langsam nach unten zieht mit jedem Moment, den du meinen Worten lauscht. Mit jeder Sekunde, die vergeht, spüren, wie der linke Arm schwerer wird und weiter nach unten sinkt. Und wenn du immer noch an dem Moment bist, wo du dich wehrst, darfst du einfach geschehen lassen, einfach gehen lassen, ganz einfach treiben lassen, geschehen lassen, einfach gehen lassen, tiefer und tiefer. Stell dir im selben Moment festgeknotet an deinem rechten Handgelenk 20 Heliumballons vor und du kannst jetzt spüren, wie die Ballons langsam anfangen, diesen Arm immer schneller nach oben zu ziehen. Und während der linke Arm weiter nach unten sinkt, steigt der rechte Arm weiter nach oben. Und desto weiter der rechte Arm nach oben steigt, desto weiter zieht sich der linke Arm nach unten. Mit jeder Sekunde, die vergeht, mit jedem Moment, den du meinen Worten lauscht, mit jedem Atemzug, den du nimmst und jedem Herzschlag, den du spürst, weiter und weiter auseinander. Desto höher der eine Arm steigt, desto weiter sinkt der andere und desto weiter der andere sinkt, desto höher steigt der eine. Macht es fantastisch. Wir geben euch noch 3 weiter und weiter auseinander. Die Arme bleiben, sobald ihr die Augen öffnet, wo sie sind. 2, mit jedem Moment, der vergeht, weiter und weiter auseinander. 1 und 0. Augen auf, schaut auf eure Arme. Macht es fantastisch. Also mein linker Arm ist im Arsch. Ich hab hier so einen Pump. Schüttelt sie kurz aus. Sehr gut. Beschreib kurz, wie es sich angefühlt hat. Rechts habe ich nicht so viel gespürt mit dem. Aber links. Man sieht wirklich die Ader bei dir. Ich habe einen Pump. Ich schwöre, ich habe so einen. Hier, es ging nichts. Ich habe mir gedacht, das ist so wie beim Pumpen. Wenn du irgendwann nicht mehr kannst, mein unterer Arm war. Also, das war geisteskrank schwer. Ich schwöre es, ich habe einen Pump. Real talk. Aber hier habe ich nur leicht gemerkt mit den Luftballons, aber der Eimer war krass. Das ist deutlich gestiegen bei dir, aber sogar wenn du es nicht merkst halt. Wenn du möchtest, Willi, können wir noch versuchen, einen Schritt weiterzugehen. Bei dir haben die Tests am meisten abgeworfen. Das darfst du selber entscheiden natürlich. Wir machen nichts, was irgendwie peinlich ist. Ich würde nichts mit dir machen, wo du sagst, du bist jetzt so und so. Sondern einfach nur ein, zwei Sachen, die sich eigentlich sehr ähnlich anfühlen, wie das, was du schon gemacht hast. Im Grunde ist das, was du gerade gemacht hast, wenn du es zu Hause gemacht hast, mitgemacht hast, dann ist das im Grunde schon Hypnose. Das ist der hypnotische Prozess. Es braucht sich gar nicht mal viel anderes anzufühlen. Das heißt, wenn du Bock hast, zeige ich dir noch ein, zwei Sachen, die dein Körper machen kann. Okay. Also es ist nichts, was irgendwie jetzt kritisch ist. Nichts, wo du sagst, ey, das ist mega peinlich oder so. Auf keinen Fall, okay? Klar. Alles klar. Du darfst dich einmal zu mir drehen, quasi mit dem Stuhl. Dann sind wir im Profil. Im Grunde ist wirklich alles, was du schon erfahren hast, ist im Grunde schon Hypnose. Das ist für euch zu Hause auch nochmal wichtig zu wissen. Wenn ihr Leute auf der Bühne seht und die sind weg, dann ist das nicht unbedingt der Großteil. Es gibt Menschen, die sind wirklich komplett weg. Es gibt die Menschen, die tatsächlich genuine alles vergessen, gar nichts mehr mitbekommen. Das sind also 20% oder so der Menschen. Okay. Die meisten Menschen sind irgendwo einfach in einem sehr entspannten Zustand. Viele Menschen beschreiben das so, wie das, was du eben erfahren hast, dass du sagst, ja,
ich habe das Gefühl, ich könnte es jederzeit stoppen, will es aber nicht stoppen und es passiert einfach so. Ich habe nicht so richtig die Kontrolle, es passiert halt. Du musst dich da reinlehnen. Es ist wie gesagt, wenn du mich nicht in deinen Kopf lässt, kann ich in deinem Kopf auch nichts ausrichten. In bestimmten Momenten sage ich das Wort Schlaf. Wenn ich zum Wort Schlaf sage, ist es ein Befehl an dein Unterbewusstsein, deinen Körper zu entspannen. Schlaf heißt ja nicht Schlaf. Schlaf kann auch heißen bewusste Entspannung. In dem Moment, wo ich das Wort Schlaf sage, darfst du die Augen schließen, die Nackenmuskeln entspannen. Desto mehr du die Nackenmuskeln entspannen lässt und den Kopf auf die Brust sinken lässt, desto einfacher wird der ganze Prozess. Ab dem Moment wirst du meinen Worten bewusst oder unbewusst folgen. Es kann sein, dass du rein und raus gehst. Es kann sein, dass du tiefer, dann wieder höher, dann wieder tiefer, dann wieder höher gehst. Was es genau für dich sein wird, vermag ich nicht im Vorfeld zu sagen. Okay. Manche Menschen weg, manche bewusst, manche Menschen träumen. Es kann alles sein, es kann sich auch unterwegs abwechseln. Ganz wichtig ist, dass du die Augen erst dann wieder öffnest, wenn ich dich bitte, die Augen wieder zu öffnen. Füße ja, an auf dem Boden, ja. Rechts oder Linkshänder? Rechts. Okay. Rechtshänder ausgezeichnet, dann ich stehe kurz auf, nicht weil ich dich irgendwie bedrohen möchte, ja, ja. Aufstehen muss für die Technik. Sehr gut. Lass mir einmal die rechte Hand geben, dann auf eins meiner beiden Augen schauen. Schon tief in den Atemzug rein. Bist du nervös? Geht. Sehr gut. Brauchst du auch nicht zu sein weiter. Kannst lachen, wenn du möchtest. Darfst mich auch anlächeln. Und manchmal kommt auch unterwegs nochmal ein Lachen raus, wenn du schon entspannt bist. Das ist auch in Ordnung. Das ist einfach Spannung loslassen für den Geist. Sehr schön. Sag mal kurz, wo du gebürtig herkommst, grob. Aus Dessau. Sehr schön. Du bist nochmal wie alt? 25. Perfekt, danke. Okay. Gib mir die Hand bitte nochmal. Schau genau hier auf die Hand. Schau, wie die Hand sich näher deinem Gesicht nähert, wie sich der Fokus deiner Augen verändert und die Tendenz deiner Augen sich zu schließen. Sobald die Hand die Stirn berührt, darfst du die Augen schließen, die Nackenmuskeln entspannen, dich selber treiben lassen, bewusst in diese wunderschöne Entspannung näher und näher, wie gezogen von einem Magneten bis an die Stirn. Sobald die Hand die Stirn berührt, spüren wir die Augen schwerer und schwerer, werden sich langsam schließen wollen. 3, 2 und schlafen. Treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen. Die Hand bleibt genau hier festgeklebt, nur ganz tiefer und tiefer. Sinken in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung. Die Hand hält dich genau da. Und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du nimmst, weiter und weiter in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung. Bewusst oder unbewusst, meinen Worten folgend. Und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Du machst das fantastisch. Und vielleicht kannst du schon jetzt spüren, wie dein Unterbewusstsein sich weiter öffnet. Kannst du schon jetzt spüren, wie du weiter in diese wunderschöne Entspannung sinkst und wie diese Hand deinem Kopf den Support gibt, den er braucht. Der Körper komplett entspannt. Nicht erschrecken, ich werde gleich dein linkes Handgelenk kurz berühren. Völlig entspannt, völlig relaxed. Fantastisch. Und desto entspannter du bist, desto tiefer sinkst du. Und desto tiefer du sinkst, desto entspannter kannst du sein. Mit jedem Mal, dass ich das Handgelenk fallen lasse, sinkst du tiefer und tiefer. Sehr gut. Und ich bin sehr neugierig, denn ich weiß, dass dein linker Arm viel leichter ist als dein rechter Arm. Und von jetzt an wirst du mit jedem Geräusch, das du hörst, mit jedem Wort, das ich spreche, mit jedem Geräusch, das du aus der Umgebung hörst, tiefer und tiefer sinken. Und ich bin sehr neugierig, denn ich weiß, dass dein linker Arm viel leichter ist als der rechte. Und wenn du mich gleich schnipsen lässt, kannst du spüren, wie der linke Arm langsam anfängt, in die Luft zu steigen, ganz langsam gezogen von 50 Ballons. Es ist 1, es ist 2 und es ist 3. Spüren, wie der linke Arm langsam anfängt, in die Luft zu steigen, wie gezogen von 20 Ballons. Und desto höher der Arm steigt, desto tiefer kannst du sinken. Und desto tiefer du sinkst, desto höher kann der Arm steigen. Und auch wenn du gleich Leute um dich rumlaufen hörst, kannst du trotzdem tiefer und tiefer sinken mit jedem Wort, dass du deine Kumpanen, dass du Sydney, Elias oder Melina sprechen hörst, mit jedem Geräusch, das du hörst, kannst du tiefer und tiefer sinken. Ihr dürft natürlich Sidney und Elias, wenn ihr möchtet, aufstehen und von hier aus gucken, nicht anfassen am besten, auch nicht erschrecken und so weiter. Wir können natürlich auch nicht nur auf den Screen gucken, sondern von da schauen, wenn ihr möchtet. Und der Arm steigt immer weiter, immer höher. Willi, wenn ich gleich auf 3 in die Hand klatsche, kannst du spüren, wie der Arm zurück auf deinen Schoß fällt, wie ein nasser Sack Wasser und dich 20 Mal tiefer in diese wunderschöne Hypnose, diese wunderschöne Entspannung bringt. Wenn ich gleich in die Hände klatsche auf 3, fällt der Arm wieder zurück auf deinen Schoß, wie ein nasser Sack Wasser, bringt dich 20 Mal tiefer. Es ist 1. Es ist 2 und es ist 3. Und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Noch nicht jetzt, aber gleichzeitig von 1 bis 3. Bei 3 öffnest du die Augen, du bleibst vollkommen entspannt und weitestgehend auf mich fokussiert. Alles, was ich dir von dem Moment an über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele sage, wird zu deiner absoluten Wahrheit. Wenn ich das Wort Schlaf sage, sinkst du automatisch doppelt so tief zurück in diese wunderschöne Entspannung. Völlig egal, ob du stehst, sitzt oder liegst, du schließt automatisch die Augen, sinkst doppelt so tief zurück in diese wunderschöne Entspannung. Wenn ich das Wort Schlaf sage, dein Unterbewusstsein nickt mit dem Kopf, wenn es mich verstanden hat. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 öffnest du die Augen, du bleibst auf mich fokussiert. Alles, was ich dir über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele sage, wird zu deiner absoluten Wahrheit. Du bleibst vollkommen entspannt, kannst aber normal mit mir und uns sprechen. Es ist 1, es ist 2. Ganz langsam die Augen auf, es ist 3.
Schüttel dich mal kurz. Komische Erfahrung, oder? Fühlst du dich gut? Ja. Sehr schön. Bist du rechts oder links, hast du gesagt? Rechts. Rechts, ja. Lass bitte einmal aufstehen. Was du noch sehen kannst, darfst du dich einmal drehen. Sehr gut. Und Willi, du darfst einmal den rechten Arm zur Seite strecken. Sehr gut. Einmal eine Faust machen, sehr schön. Schließ gleich bitte die Augen. Ist es okay, wenn ich in dem Moment deine Schulter, deinen Ellbogen und deine Faust anfasse? Ja. Sehr gut. Schließ die Augen bitte. Deine Füße tragen dich fest, du bleibst stabil stehen. Mach hier hinten bitte eine Faust, so fest du kannst. Und Willi, stell dir bitte vor, dass durch deinen Arm von der Schulter in den Ellbogen bis in die Faust eine Eisenstange läuft. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich stell dir vor, dass es eine Eisenstange ist, die so stark ist, dass nicht der stärkste Mann und nicht die stärkste Frau auf der ganzen Welt diese Eisenstange biegen kann. Ich stell dir vor, dass die Eisenstange so stark ist, dass nicht mal du die biegen kannst. Dann wirst du merken, wie in dem Moment dein Arm und diese Muskeln langsam anfangen, sich immer mehr zu versteifen. Du hältst hier hinten so fest du kannst. Du kannst spüren, wie dieser Arm und diese Muskeln langsam anfangen, sich zu versteifen mit jedem Wort, das du mich sprechen hörst und jeder Sekunde, die vergeht. Und wenn ich gleich versuche, diesen Arm zu biegen, wirst du merken, dass das nicht geht. Desto mehr ich versuche, desto mehr Widerstand bekomme ich, desto mehr Widerstand ich bekomme, desto weniger werde ich es versuchen. Du hältst ihn so fest du kannst, that's it. Desto mehr ich versuche, ihn zu biegen, desto mehr Widerstand bekomme ich und desto mehr Widerstand ich bekomme, desto weniger werde ich es versuchen. Und du weißt natürlich, Willi, dass dein Unterbewusstsein viel stärker ist als dein Oberbewusstsein. Und wenn du dir dessen sicher bist, hältst du die Faust so fest du kannst und versuchst, noch nicht jetzt, aber gleich den Arm zu biegen. Du wirst merken, desto mehr du es versuchst, desto weniger geht es. Das ist absolut unmöglich. Halt die Faust so fest du kannst, versuch diesen Arm zu biegen, merk, dass das nicht geht. Versuch es, versuchst du es schon. Versuchst du den Arm zu biegen, Willi? Ja. Kannst du mal mit mir sprechen? Versuchst du es wirklich? Ja. Du kannst die Augen aufmachen, nicht mal dann geht es, mach die Augen auf, schau auf den Arm, wie fühlt sich das an? Steif. Versuchst du es wirklich gerade, ja? Mein Arm ist steif. Und gelingt dir das? Nein. Nein, beschreib es Elias, wie fühlt sich das an? Mein Arm ist steif, ich schwör's euch. Fühlst du das gerade? Nimm meinen Arm in die Hand, es ist steif. Also. Es ist mein oberer Arm hier. Ich glaube, das ist... Was ist denn, du denkst, ich bin dumm? Ich schwöre, meine Hand kribbelt vorne. Ich gehe jetzt auch mit anderen Körperteilen. Ich schreibe es der Kamera genau. Wie fühlst du dich an? Würdest du abgesehen von dem Arm sagen, fühlst du dich anders abgesehen von dem Arm? Hier ist alles locker und das ist steif. Hier mein Bizeps, steif. Mein Unterarm und meine Faust. Schau, was passiert, wenn ich gleich in die Hände klatsche. Kannst du spüren, wie der Arm sich langsam entspannt und du ihn biegen kannst wie eine Nudel. Die Steifheit bewegt sich. 1, 2 und 3. Vollkommen entspannt. Den Arm kannst du langsam biegen. Spüren, wie die Füße dabei immer fester werden. Erst der linke, dann der rechte immer fester, sich immer mehr zum Boden ziehen. Und desto mehr sich der Arm löst, desto weiter ziehen sich deine Füße zum Boden. Langsam die Finger öffnen. Spüren, wie du den Arm langsam öffnen kannst. Langsam erst einen Finger, dann den Rest. Langsam öffnen. Die Füße ziehen sich immer mehr zum Boden. Und während es möglich wird, den Arm zu öffnen, wird es dir immer unmöglicher. Wird es dir immer unmöglicher, die Füße zu heben. Und du wirst gleich merken, sobald du den Arm biegen kannst, kannst du die Füße absolut nicht mehr heben. Langsam die Waden versteifen sich, die Zehen versteifen sich, die Füße immer mehr am Boden. Das wird dir absolut unmöglich, noch zu laufen. Und langsam biegen. Wow. Und versuch mal ganz langsam den rechten Fuß zu heben, während du merkst, dass der linke immer mehr festklebt. Und während du das merkst, kannst du spüren, dass der feste jetzt unmöglich wird zu heben. Wie fühlt sich das gerade an? Ja. Und auch die Füße kannst du wieder heben. Genau jetzt, weil ich muss. Und langsam den Arm nochmal biegen. Okay, setz dich kurz, atme kurz durch. Digga, wir können das nicht nachvollziehen, wenn wir es nicht gemacht haben selber. Entschuldige, dass ich euch hier so musste. Ich glaube, das ist da so, oder? Aber Chat, was der Typ heute hier schon gemacht hat, der hat mich schon komplett abgeholt. Ich schwör's euch, wo ich meine Hand an meinem Kopf hatte, das hat sich wie ein Magnet angefühlt, der die ganze Zeit meine Hand wurde. Es wurde wärmer und ich lag immer mehr rein. Es wird eh keiner glauben. Ihr denkt, das ist... Show irgendwie abgesprochen. Das Ding war so hart wie noch nichts anderes. Ich habe noch eine Sache vor, die ist ganz cool, das ist sehr interessant. Aber die Füße fest auf dem Boden. Das merken, wenn du nachher auch wieder weggehst und wenn du nach Hause gehst und du schläfst, aber die Spannung ist komplett weg. Sehr gut. Gib mir kurz die Hand. Schau bitte auf eins meiner beiden Augen. Tiefen Atemzug ein, auf eins meiner beiden Augen. Tiefen Spannung langsam. Tiefen Atemzug ein, schwimmen wir die Augen und langsam wieder schwer werden und gleich langsam wieder zurück. Und du kannst schwimmen wir die Augen langsam anfangen zu flackern, wie du dir selber langsam erlauben kannst, dich treiben zu lassen, gehen zu lassen. Ich zähle von 3 bis 0 rückwärts und auf 0. Langsam die Augen schließen, der Kopf sinkt dieses Mal ganz von selbst auf die Brust, sinkt dich immer tiefer. Es ist 3, 2, 1 und schlaff treiben lassen, gehen lassen. Desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du nimmst, tiefer und tiefer in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung sinken, treiben, gehen lassen, einfach geschehen lassen. Und du findest dich genau jetzt in einem Traumland. In diesem Traumland findest du einen großen, großen Stein, einen großen, großen Baum und unter diesem Baum einen großen, großen Stein. Dieser Stein ist zu schwer für dich. Ich hebe ihn dir einen Moment an und lege die Zahl 4 unter diesen Stein. Dieser Stein ist so schwer, dass du ihn nicht heben könntest, nicht mal, wenn du deinen ganzen Körper anspannen würdest. Wir legen die Zahl 4 unter diesen Stein. Und du bewegst dich von der Zahl weg. Und desto weiter du dich von der Zahl 4 wegbewegst, desto weiter entfernt sich auch die Zahl 4 aus deinem Unterbewusstsein. Also immer weiter weg.
immer unmöglicher auszusprechen, immer unmöglicher, dich dran zu erinnern. Wenn du gleich die Augen öffnest, bleibst du in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung. Du bleibst noch tiefer als zuvor. Du kannst völlig entspannt mit mir reden. Und du bleibst in diesem Zustand der Entspannung. Wenn du von 1 bis 10 zählst, zählst du automatisch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Zahl 4 entfernt sich immer weiter aus deinem Kopf. Wenn du von 1 bis 10 zählst, zählst du automatisch, fast ohne drüber nachzudenken. Das ist wie ein Automatismus, fast wie Niesen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sogar wenn du die Zahl noch wüsstest, liegt dieser schwere, schwere Stein auf deiner Zunge und macht es dir absolut unmöglich, diese Zahl auszusprechen. Darum ist es einfacher, sie einfach zu vergessen. Sogar wenn du sie noch wüsstest, wäre es unmöglich, sie auszusprechen, genauso wie es unmöglich war, deinen Arm zu biegen. Es ist einfacher, sie einfach zu vergessen. Dein Unterbewusstsein nickt mit dem Kopf, wenn es mich verstanden hat. Zählt gleich von 1 bis 3. Auf 3 öffnest du langsam die Augen, bleibst dabei in dieser Entspannung, bleibst ungefähr auf der Hälfte dieser Trance hängen. Du sprichst nochmal mit mir. Alles, was ich dir gesagt habe, passiert genauso, wie ich es dir gesagt habe. Es ist automatisch und unmöglich auszusprechen. Es ist 1. Wenn ich das Wort Schlaf sage, sinkst du wieder doppelt so tief zurück. Es ist 2. Und es ist 3. Ganz langsam die Augen auf, immer weiter entfernt, immer weiter weg. Ganz langsam die Augen auf, du bleibst vollkommen entspannt. Stretch dich kurz. Willi, kennst du das Gefühl, wenn du morgens aufwachst und du weißt, du hast irgendwas vergessen, du weißt aber nicht mehr was? Ja. Oder wenn du irgendwie aufstehst, du gehst zur Küche und du möchtest was machen, du hast aber plötzlich vergessen, was du da machen wolltest? Ja. Ja, sehr gut. Mach ein kurzes Spiel, wir versuchen es einmal, die Hände bitte nach vorne. Wir zählen einfach von 1 bis 10, alles genau, wie ich es dir gesagt habe, aber die Hände nach vorne, wir zählen von 1 bis 10 langsam mit. 1, 2, 3. Und immer weiter entfernt, die nächste, die dir einfällt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mach noch einmal, einmal langsam, alles gut, immer weiter entfernt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einmal zur Kamera drehen. Mach's noch einmal. Einmal lang. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Wie viele Finger hat ein Mensch? 10. Haben wir uns irgendwo verzählt unterwegs. Das macht aber gar nichts. Wir machen einmal die Hände einzeln. Wir fangen einmal mit dieser Hand einzeln an. Einfach mal 1 anfangen. 1, 2, 3, 5, 6. 6. Okay, 6 merken. Alles gut. Gucken mal hier. 1. 1, 2, 3, 5, 6. Okay. Wie viel ist 6 plus 6? 12. Wie viele Finger hattest du eben? 11. Und wie viele Finger hat ein Mensch? 10. Willi, ich muss dir gestehen, ich habe dir eine Zahl geklaut. Ich würde die Zahl gleich zurückgeben. Wir müssen aber ein kleines bisschen Platz machen in deinem Kopf. Darum würde ich deinen Namen kurz an mich nehmen. Den ganzen Namen. Keine Sorge, er ist sicher bei mir. Hier kommt die Zahl. Hier nehme ich den Namen. Ich lege ihn hier oben hin. Wir zählen einmal von 1 bis 10 durch. Bitte einmal durchzählen. 1, 2, 3, 5. 6. Und die Zahl wieder in den Kopf. Hier ist sie, der Name geht dafür weg. Hier oben hin, nochmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Und du heißt nochmal, wie heißt du nochmal? Niklas. Sehr gut, fantastisch. Okay, dann geben wir den Namen trotzdem zurück. Fantastisch. Schau mich kurz an, tiefen Atemzug. 3, 2, gib mir ein High Five, du machst fantastisch. Und schlaf, treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen. Desto tiefer du gehst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du gehen. Wenn du gleich Worte von deinen Kommilitonen hörst, entspannt dich das nur noch tiefer. Wir brauchen 30 Sekunden und danach lösen wir langsam alles wieder auf. Elias, Sydney, Melina, wie ist das für euch gerade, das zu sehen, wenn ihr hier mitschaut? Was für ein Gefühl ist das? Was für eine Erfahrung ist das? Ich hätte safe einmal viel gesagt aus Angewohnheit, oder? Also das ist, man denkt, der ist hängen geblieben. Man denkt wirklich... Wenn man den zum ersten Mal, wenn man den zum ersten Mal sagt, denkt man, Digga, bei dem ist ja irgendwas falsch. Kannst du ihn seinen Namen vergessen lassen? Ich versucht, kann sein, dass es zu festhängt oder dass ich nicht deutlich inspiriert habe. Willi. Ich dachte, er sagt Willi und ich nicht. Er sagt nie. Dann war das vielleicht, wie das Unterbewusstsein interpretiert hat. Er sagt nie Niklas. Meinen Namen vergessen lassen. Versuche ich mitzunehmen. Sehr gut. Willi, du singst mit jedem Moment, den du mich sprechen hörst, tiefer und tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Ich zähle gleich von 1 bis 5. Wenn ich 5 sage, öffnest du langsam die Augen. Du fühlst dich ausgeruht und voller Tatendrang und Elan. Wenn du heute Abend nach Hause gehst oder noch fährst, fährst du voller Fokus und Konzentration. Du schläfst eine so erholsame Nacht wie schon lange nicht mehr und startest auch morgen wieder voller Tatendrang und Elan in den Tag. Alles ist wieder normal. Du bist wieder Herr deiner Sinne und deines Geistes. 3 Sachen sind anders. Erstens, wenn ich dich heute Abend zum ersten Mal nach einer Zahl zwischen 1 und 100 frage, antwortest du automatisch 15. Es schießt einfach aus dir raus. Du denkst nicht darüber nach. Du antwortest automatisch
15. 15 ist die Zahl, die automatisch aus der auskömmlichen einer Zahl zwischen 1 und 100 Frage automatisch 15. Zweitens, bis du erstmalig das Zimmer verlässt und wieder reinkommst, kannst du dich beim besten Willen nicht an Sydneys Namen erinnern. Wenn dich jemand nach Sydneys Namen fragt, ist es dir absolut unmöglich, diesen Namen auszusprechen. Du kannst dich beim besten Willen nicht daran erinnern. Sogar wenn du dich daran erinnern könntest, läge ein schwerer Stein auf deiner Zunge, genau wie bei der 4, der es dir unmöglich machen würde, Sydneys Namen auszusprechen. Sein Name ist absolut aus deinem Kopf gelöscht. Bis du einmal aus dem Zimmer läufst und wieder zurückkommst, in dem Moment kennst du seinen Namen wieder, auch für alle Zukunft. Drittens, wann auch immer ich dir in die Augen schaue und mein rechtes Ohrläppchen berühre, musst du unkontrollierbar lachen. Du kannst das absolut nicht in dir drin halten. Du musst so sehr lachen und desto öfter ich dich anschaue und mein rechtes Ohrläppchen berühre, desto krasser wird das Lachen. Du kannst das absolut nicht kontrollieren. Das sind die drei Dinge, die heute Abend anders sind. Du sagst automatisch 15. Sydneys Name ist verschwunden, bis du aus dem Zimmer läufst und zurückkommst. Und wenn ich mein rechtes Ohrläppchen berühre, musst du so krass lachen, dass du es nicht in dir halten kannst. Wenn ich in Zukunft nochmal das Wort Schlaf zu dir sage und wir uns in einem Hypnose-Kontext befinden, sinkst du automatisch doppelt so tief zurück in diese wunderschöne Entspannung. Für den Moment zähle ich von 1 bis 3. Auf 3 öffnest du deine Augen, sobald du deine Augen öffnest, bist du wieder ganz im Hier und Jetzt. Darf ich das anmachen? Du musst für mich einmal mitnehmen. Bei 3 bist du wieder ganz im Hier und Jetzt. Sydneys Name ist komplett aus deinem Gedächtnis gelöscht. Ich zähle langsam von 1 bis 3. 1, von 1 bis 5. 2, spüren, wie langsam wieder Spannung in deinen Körper zurückkommt. Es ist 3, spüren, wie ein Lächeln deine Lippen umspielt. Es ist 4, tiefen Atemzug nehmen. Du kannst spüren, wie du langsam wieder ins Hier und Jetzt kommst. Alles passiert genau, wie ich es dir gesagt habe. Die 15, das Lachen und der verschwundene Name. Und es ist 5, langsam Augen auf und vielleicht legt sich der Schleier des Vergessens über das, was passiert ist, und das ist in Ordnung. Alles gut. Passiert manchmal. Fühlst du dich gut? Einmal den rechten Arm zur Seite. Einmal biegen. Alles cool? Passt. Sehr schön. Ich würde eine Sache gerne mal mit dir ausprobieren. Es ist so ein kleines Ding. Manchmal nach Hypnose fangen Leute an, spontan Gedanken zu lesen. Billy, da habe ich hier was aufgeschrieben für dich. Und zwar, ich lege es dir einmal auf die Hand. Eine Zahl zwischen 1 und 100. Erste, die dir einfällt jetzt. Go. 15. 15? Du hast meine Gedanken gelesen, schaust du dir an. Ja. Guter Mann. Ist gut. Wer sitzt da neben dir gerade? Ellie. Und da hinten die Dame? Melle. Melle. Und der Typ hinter dir, wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Willi, komm schon. Kennst du ihn? Das ist dein Bro. Kennst du ihn schon, ja? Nein. Ja, klar. Seit wann kennst du ihn? Weiß nicht. Über 10 Jahre. Was denn, Bro? Weiß nicht. Willi! Also 15 war krank. Wie, 15? Er weiß gerade nicht mehr, wie er. Er weiß nicht, wie er spricht. Ich habe hier ganz andere Probleme gerade. Komm, ich sag gut. Weißt du nicht, wie er heißt? Ich komme nicht drauf. Ich schwör. Ehrlich, ich schwör. Einen Nebeneffekt würde ich dir gerne noch zeigen. Schau mich mal ganz kurz an. Verrückt. Schau mal tief in die Augen. Guck einfach, was in deinem Körper passiert, wenn ich genau das hier mache. Wie findest du das? Gut. Findest du sehr gut? Ja. Sehr schön. Und wie heißt der Typ hinter dir nochmal? Ich komm nicht drauf. Komm schon, Bro. Bitte, das kann. Du kannst. Bist du blöd, Eli? Eli, bitte. Tu mir den folgenden Gefallen: Geh bitte einmal aus dem Zimmer auf den Balkon und dann komm einmal zurück. Mal aus dem Zimmer auf den Balkon. Digga. Wie heißt du nochmal? Sidney. Sehr gut. Du musst das doch hinbekommen, Bro. Komm jetzt, ey. Was willst du von mir? Wie kam es er auf 15 und wie kann es sein? Und wink mal ganz kurz in die Kamera. Schau mir in die Augen und schlaf treiben lassen, gehen lassen. Ganz einfach geschehen lassen. Tiefer und tiefer und tiefer und schlaf. Desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst. Desto tiefer kannst du sinken mit jedem Moment. Der vergeht. Fantastisch. Ist dir gleich von 1 bis 5, auf 5 bist du wieder komplett hintereinander, du fühlst dich gut und voller Motivation. Du bist mal ganz im Moment jetzt. 1, 2, 3, spüren wir die Muskelspannung zurück in deinen Körper kommt. 4, 5 und langsam Augen auf. Herzlich willkommen zurück. Stretch dich einmal. Wie heißt der Mann hinter dir? Es ist wieder da. Hier ist es. Wie heißt er noch? Nee. Dann geh gleich nochmal auf den Balkon. Fühlst du dich ansonsten okay? Was? Sehr schön. Stretch dich kurz und ich glaube, den größten Applaus des Abends hat er verdient. Nein, Bro. Weißt du nicht, wer wie das ist? Ich schwöre es euch, mir fällt es nicht ein. Geh auf den Balkon. Und da ist es wieder auf für alle Zukunft. Wie heißt er? Melle. Eli. Sehr gut. Sehr schön. Dankeschön. Du hast es fantastisch gemacht. Hat es dir Spaß gemacht?
War gut. War cool. Digga, hast du auf dem Schirm, was du hier gerade gemacht hast, die ganze Zeit so? Kann sein, dass es sich leicht benebelt anfühlt. Ich fühle mich benebelt und müde. Und mir ist so ein bisschen schwindlig so. Trink was. Trink aus der Flasche, wenn du möchtest. Aber weißt du, was hier, hat er im Kopf, was gerade passiert ist? Wie kam er auf 15? Wird sich die nächsten Minuten, wird sich das lichten, wirst dich langsam besser fühlen, kommt auch wieder Energie in deinen Körper zurück, wie übergehangen. Und wichtig, dass du weißt, dass wenn du nach Hause gehst, einmal schläfst und wieder aufwachst, ist doch alles wieder ganz warm. So easy. Fühlt sich weiter okay? Wie 15? Ja, ich fühle mich irgendwie sehr schwach. Einfach ein bisschen müde. Aber du hast auch lange dich sehr tief entspannt. Wer sich live überzeugen will, kommt zu seiner Tour. Ey, das ist gerade richtig verrückt. Freunde, macht dem Mann die 100.000 Follower voll. Guckt euch live an. Guckt euch live an. Ohne Witz. Ich komme. Dankeschön. Ja, kommt. Wir kommen. Ich würde euch gerne sehen. Ja, ich hätte sie alle eingeladen, auch eingeladen. Ist in Berlin, ne? Ich bin in Berlin. Wir sind in Berlin. Hast du erzählt. Chat, hättet ihr Bock auf eine zweite Folge mit Delay Sports vielleicht? Dass er das bei mehreren bei uns in der Mannschaft macht? Ja, Leute.